Am Wort ist Sepp Schellhorn, Wirtschaftssprecher der NEOS. Herr Bundeskanzler, liebe Minister auf der Regierungsbank, liebe Kollegen. Das Thema ist nach wie vor Steuerreform. Wir haben mittlerweile schon über 3 Stunden darüber gesprochen. Und es ist richtig, ja, es ist auch wichtig, dass die Menschen mehr Netto vom Brutto haben. Und es ist ein richtiger Schritt. Ich habe aber lange darüber nachgedacht oder musste nur kurz darüber nachdenken, welcher neuer Film oder welcher neuer Filmtitel zum Herrn Bundeskanzler und zum Herrn Vizekanzler passen würden. Und es ist eindeutig, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und es ist halt einfach einmal die Frage, nicht um deren Schönheit. Sie können sich darüber streiten, wer jetzt der James Dean sein will oder nicht. Aber es ist um eines geht's wirklich. Diese 2 jungen Menschen fahren mit dem Auto in den Abgrund, wohlwissend. Und das tun wir in Österreich auch. Und das ist eigentlich das Erschreckende, wenn der Herr Bundeskanzler davon spricht, dass es im Interesse von Österreich ist, eine Steueroptimierung durchzuführen, dann ist es aber sehr wohl im Interesse von Österreich und der nächsten Generation, eine Ausgabenoptimierung durchzuführen. Hier müssen die Ansätze gesetzt werden und nicht bei den Steuereinnahmen, sondern es ist kein Steuerreformpaket, es ist ein Steueranpassungspaket und das ist der Punkt. Und hier fehlt mir auch ganz klar, also die paar Papierl, die wir bis jetzt gesehen haben, wo ist das große Bild, wo ist diese Vision, wohin soll die nächste Generation gehen und auf was zielt es ab? Das fehlt hier ganz, ganz brutal. Und ich darf auch zum Durchgriffsrecht noch einmal Stellung nehmen. Führen wir diese Diskussion doch ehrlich. Und dieses Unternehmerbashing geht mir auf die Nerven. Führen wir sie ehrlich und sagen wir, okay, wenn die eine Registrierkasse braucht, dann braucht jeder Nachhilfelehrer auch eine Registrierkasse. Der ist auch bald bei 15.000. Dann müssen wir auch eine klare Diskussion führen, was ist mit der Pflege? Das hatten wir schon einmal, die Pflegediskussion. Und was ist hier dabei, wenn einfach da wird auch nicht versteuert? Aber auf die Unternehmer kann man leicht hintreten. Und hier kann ich schon auch sagen, wenn der Clubobmann Schieder von ein paar schwarzen Schafen spricht, also ist es jetzt doch kein Generalbashing gegen die Unternehmer, er spricht von ein paar schwarzen Schafen. Wissen wir hier was nicht? Geht es hier nur um 900 Millionen bei ein paar schwarzen Schafen oder geht es hier um alle Unternehmer? Und diese schwarzen Schafe, glaube ich, dass es hier einfach eine Mentalität eingezogen hat. Das ist psychologisch klar abzusehen, wie sich beide Regierungsvertreter verteidigt haben, wie sie schlecht verteidigt haben und wie sie sich entschuldigt haben. Und dann darf ich schon noch einmal was sagen. Sie hatten immer in Ihrem Wahlkampf das im Auge, dass die Klein- und Mittelbetriebe, die Unternehmer, das Rückgrat dieser Gesellschaft sind, das wirtschaftliche Rückgrat. Sie haben deren Rückgrat gebrochen. Sie haben ihnen das Genick gebrochen. Und sie haben eine Depression, eine unternehmerische Depression ausgelöst, die sie jetzt noch nicht einmal sehen können. Das Abschreibungspaket ist ein Wahnsinn, nicht nur für den Tourismus, für die ganzen Klein- und Mittelbetriebe, für die Handwerker. Was glauben Sie, wo jetzt noch investiert wird? Sie haben es nicht überzuckert und die ÖVP hat sich als Unternehmervertreterpartei von der Grunderwerbsteuer über den Tisch ziehen lassen. Das ist ja viel ärger wie die Erbschaftssteuer. Sie wissen das. Ihnen ist eh zu gratulieren. Die anderen haben es verloren. Und der Frau Staatssekretär Stessel sei auch noch die Frage gestellt, was meinen Sie jetzt mit der Registrierkassenpflicht? Wir haben doch die E-131-Verordnung. Wollen wir jetzt noch einmal nachrüsten wollen mit der Insika? Ich glaube, die Antwort kann sie selber nicht einmal beantworten. Die E-131 ist manipulationsfrei. Das mussten alle Betriebe schon machen. Und dann darf ich schon noch einmal irgendwie, bevor ich zu der Unternehmerpartei ÖVP komme, ich glaube, in der Regierung herrscht Angst und Gusch unter dem Motto, wenn der Häupl was sagt und der Bröll was sagen, dann hat jeder andere sich draus zu halten, wenn es um Pensionen geht, wenn es bei uns ist gar nicht so. Und das darf ich Ihnen auch noch einmal kurz mitbringen. Aber was ist aus dieser Unternehmerpartei geworden, der ÖVP, die überhaupt kein Bild mehr zeugt? Das RIP Wirtschafts-ÖVP. Diesen Kranz sollte man vor das Parlament hinlegen, in der Lichtensteingasse. Das muss man machen. Und leider ist ja kein Vertreter des Wirtschaftsbundes
Bund ist jetzt mehr da. Ich glaube, da herrscht der Virusfeigheit und Sie haben sich gedrückt. Wo ist die Lohnnebenkostensenkung? In Deutschland sind es 19%, bei uns sind es 31%. Wo ist die Lohnnebenkostensenkung für die Unternehmer? Die KEST wurde erhöht, die Mehrwertsteuer wurde erhöht und die Abschreibung auf 40 Jahre ausgedehnt. Ist das das Bild, wo ich vom Rückgrat der KMU sprechen kann? Die Gebäude. Haben Sie schon mal ein 40 Jahre altes Bad? Waren Sie schon mal Gast in einem 40 Jahre alten Bad? Sie sind ahnungslos. Sie waren noch nie Unternehmer. Sie wissen auch nicht, um was es geht. Ich weiß besser wie Sie, weil ich zahle immerhin den Löhne von 115 Mitarbeitern. Ich will zum Schluss kommen, bevor ich Ihnen genau das erklären will und wie ich auch dem Herrn Vizekanzler eine Deckungsbeitragsrechnung erklären will, irgendwann unter vier Augen. Wir bringen daher, damit irgendwas Sinnvolles, auch eine Entlastung für die Wirtschaftstreibenden in Angriff genommen wird, für die Unternehmer einen Entschließungsantrag ein. Es geht hier um die KMU-Umlage 2. Bitte stimmen Sie dem zu. Tun Sie was für die Unternehmer, auch die ÖVP, auch die SPÖ. Und der Nationalrat wollte in meinem Entschließungsantrag beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat eine Gesetzesvorlage vorzulegen, welche folgende Regelungen beinhaltet. Eine Opting-out für EPUs bis 2019 und die Streichung der KMU-Umlage 2 bis zum 31.12.2015. Das wären einmal sinnvolle Maßnahmen, bevor wir am Nachmittag zur Kammer kommen und zum Tourismus. Ich danke Ihnen vielmals. Mehr Netto vom Brutto sei eine gute Sache, die die Steuerreform bringe, lobt Sepp Schellhorn, der Wirtschaftssprecher der NIOS, zu Beginn seiner Rede. Dennoch kritisiert er die fehlenden Einsparungen bei der Gegenfinanzierung der Steuerreform und wörtlich das Unternehmerbashing der Regierung in Form von Registrierkassen.